Andreas Wehner gehört zum Sonntagsschullehrerteam und Stefan Benz gehört zum Unterweisungsteam der Freien Evangelischen Gemeinde des Missionswerkes Mitternachtsruf. Andreas, findest du es angebracht, dass die Adventszeit sich über einen ganzen Monat erstreckt? Gute Frage. Kommt immer darauf an, für was man diese Zeit nutzt. Ich denke, wenn man in Geschäfte geht und viel einkaufen und nur gerade an das denkt, ist das eine lange Zeit. Aber wenn man diese Zeit nutzt, um wirklich daran zu denken, was in dieser Zeit wirklich passiert ist vor etwa 2000 Jahren, dass Jesus Christus auf diese Erde kam und sich über das dann Gedanken macht, auch immer wieder, dann denke ich, ist das eine sehr wertvolle Zeit. Stefan, welchen Stellenwert in der Geschichte hat Jesus Christus für dich? Jesus Christus, das ist für mich der Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Bereits der Prophet Micha hat gesagt, dass Jesus Christus auf diese Welt kommen wird, in Bethlehem, geboren als kleines Kind. Und wenn ich in mein persönliches Leben schaue, sage ich, vor 35 Jahren ist Jesus Christus mein persönlicher Wendepunkt geworden. Und wer weiß, vielleicht ist heute Ihr persönlicher Wendepunkt mit Jesus Christus.